Incineroar? Okay, okay, krass. Ja, das finde ich geil. Incineroar ist halt einfach ein Charakter, der ist so schön, er spiegelt einfach das Heavy-Leben wieder. Also aber richtig langsam, so richtig langsam, also das ist ein riesiger Nachteil, aber auf der anderen Seite killt er einfach brutal early und braucht halt einfach so wenig Openings. Auf so einer Manier, die aber echt angenehm ist. Also ich finde, das ist ein Charakter, der bockt einfach zu spielen. Vor allem, weil er nicht so groß ist, das heißt, er hat nicht so dieses Problem, dass er komplett freeze Combo gut ist. Ich meine, gut, im Sinne von Chrome ist es dann fast schon egal, wie groß der Charakter ist, weil es einfach so ein Charakter ist, mit dem man sehr gut flowen kann, was die Combos angeht. Und gerade läuft es auch ganz gut. Avalon hat hier erstmal ein gutes Opening gehabt, aber Slugger spielt seine Advantage ein bisschen cleaner aus, würde ich sagen. Aber es ist halt wirklich bei dem Charakter relativ egal. Sobald du deine Openings findest, solange du deine Stock noch behast, bist du genauso dangerous wie vorher. Besonders mit Range dann auch vielleicht noch schlimmer. Also das ist noch relativ entspannt. Auf der anderen Seite aber halt Slifer mit Chrom hat halt eine gute Zeit, sag ich mal, die Köche aufzubauen und Stocks zu clearen, besonders mit Jab, ja. Aber viel wichtiger, ich möchte erstmal meinen Co-Kommentator, der mich hier gerade begleitet, introducen, den guten Nisho. Jetzt werden wir zu zweit unseren Spaß hier haben mit dem. Ganz genau. Hallo Leute, tatsächlich bin ich jetzt, der Nisho. Gerade nochmal spontan dazugekommen, weil ich gleich selber on-stream spielen muss, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Leerlauf. Optimal. Ich unterstütze mal den Video ein bisschen. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Eine wahre Legende, das ist eine Ehre, ja. Quatsch. ja, bei mir ähnlich. Ich habe eine Cuban, muss also noch länger warten. Dachte mir jetzt, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Und ey, die beiden sind gerade richtig neck an neck, also es läuft super even. Ja, super, super even. Beide im zweiten Stock, 30% erstmal aufgebaut. Ich weiß nicht, was du bisher schon alles gesagt hast, aber ich meine, das Matchup ist schon sehr interessant, einfach weil beide relativ schlechte Recoveries haben. So. Ja, das ist schön, ja. Aber uns jetzt würde wahrscheinlich kommen ein bisschen besser tendieren. Ja, Chrom hat da auch einfach ein bisschen bessere Tools, um die Stocks dann da zu holen in der Situation. Und mit dem Cinerast so kannst du halt einmal rein und musst dann direkt wieder zurück. Das stimmt. Ich finde es auch diese Dynamik interessant, einfach jetzt hier einen Berliner zu haben, der gegen Polen spielt. Polen super nah an Berlin dran. Heißt, ich habe hier bei APTEC relativ oft einfach quasi einen großen Anteil an polnischen Spielern, die vorbeischauen. Super, super cool. Alles super entspannt. An der Stelle auch nochmal Shoutouts an, ich glaube, was ist das mit Phoenix? Genau. Turnier, was 6. und 7. Juli, soweit ich weiß. Ja, das war stattgeführt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen, wenn man da die Chance hat. Das ist echt, das wird, glaube ich, ziemlich geil. Das seht ihr auch zwischendurch in den Pausen, wenn ein bisschen Leerlauf ist und wir unseren Pausescreen haben. Da seht ihr auf jeden Fall das Turnier von Polen. Definitiv. Aber jetzt nochmal zum Match zurück. Jedes Mal, wenn Chrom die Upbeam macht, dann denke ich mir so, oh, ja, also vielleicht wirst du einfach jetzt von 5 Kilometern weggesaugt und dein Stock ist komplett gone. Oh, das scheint hier ziemlich safe kill zu sein. Das ist ein Kill, damit Sniper relativ solide den ersten Win geholt. Hat er einfach den Stock komplett weggespielt. Ja, das stimmt. Mit den paar Openings da und dann kam er aber nicht mehr aus dem Disadvantage raus. Richtig, ja. Aber man muss da sagen, beide Charaktere sind dazu veranlagt quasi, sobald sie einmal auf Stage sind, also einmal vielleicht eine Ressource zu wenig haben, einen Jump oder so, dass sie einfach nicht mehr zurückkommen, dann so früh wie möglich sterben. Genau. Aber super interessant zu sehen, einfach beide super even erstmal am Anfang gespielt, haben sich erstmal angetastet. Wir sehen Switch auf Rob. Switch, interesting. Rob und Incin. Das ist nur ein lustiger Combo. Rob auf jeden Fall natürlich jetzt, was die Recovery angeht, genau das Gegenteil. Er kann quasi gar nicht geedgeguttet werden. Stimmt. Aber er ist halt ein bisschen mehr Combo-Food. Und ich wollte schon sagen, schlechter Brawlen, aber das ist komplette Lüge. Robs Brawling-Game ist viel zu gut. Er ist wirklich so stark. Rob hat so viele starke Tools. Nicht ohne Grund hat Deutschland so viele Top-Rob-Representative. Oh mein Gott. Deutsch. Nicht mal Englisch. Deutsch-Englisch. Ja, lassen wir das. Repräsentative Spieler. Richtig. Die gute Results holen. Ja, ich meine, das macht Sinn. Also, es ist wirklich auch so ein. Ich würde sagen, es ist so ein schön gebalanceder Charakter. Er ist natürlich in dem Sinne sehr stark, dass er. Unverständlich, manche Aspekte sind ein bisschen confusing von seiner Safeness, also Downtilt ist ein Move, wo ich mir denke, okay, warum? Aber trotzdem würde ich mich jetzt nicht beschweren, gegen Rob zu verlieren. Außer man wird gecheased. kleiner TO-Hilf hier noch nebenbei. Genau. Sehr schön recovered hier von Slapper. Ja, das war huge. Das war richtig stark. Rob hat das auch ein bisschen einfacher, glaube ich, kommt zu Edge-Garden. Definitiv. Okay, aber wir bleiben trotzdem erstmal clean dabei. Definitiv. Ich finde, also, ist natürlich schwer zu vergleichen, wenn das andere Game beide relativ even am Anfang gespielt haben. Aber ich finde, Avalon zeigt sich mit seinem Rob auf jeden Fall sehr solide. Ja. Hat hier auch einfach, also kann sich auch mehr erlauben, ne? Kann sich Rob, kann halt Safe Zone. Genau. Da wäre Incineroar natürlich schon direkt tot. Aber was kann Rob? Natürlich. He just goes in the air. Okay, netter Mix-up actually. Aber Avalon lässt sich nicht beeindrucken.
und spielt einen Off-Gameplan gerade sehr gut dabei runter. Das war sehr, sehr stark. Oh, die Pressure. Ja. Die Pressure war wirklich sehr, sehr stark. Und der Wade, also hier sauber gespielt, gute Callouts an der Stelle. Ja. Sehr schön Shield gepressured hier mit Gyro und dann einfach den Grab geforced. Ja. Das schmeckt doch natürlich. Man sieht auch wirklich, dass er den Charakter gut kennt. Ja. Also allein wie er Gyro benutzt, ist schon so. Das ist nicht nur so ein random Counterpick, sondern. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was Nava dann tatsächlich komplett maint. Also es ist not sure, ja. Ob er einfach so Blue Main ist oder eher Rob spielt und jetzt mal Incineroar ausprobieren wollte. Aber so oder so zeigt sich ja auf jeden Fall mal Rob große Stärke. Mhm. Ja, man merkt, Slifer fehlt ein bisschen an Openings. Oh, kein Jump. Das ist fast gewesen, Alter. Ey, da hat viel gefehlt, ja. Ich persönlich hätte wahrscheinlich auch nicht mehr versucht, die Kante zu beschützen. Ja. Als Rob, das sah schon sehr, sehr knapp aus, aber natürlich sehr, sehr glücklich hier für Slifer, dass er da die Kante noch gegriffen hat. Er muss jetzt echt was rausholen. Also, Navalon schon lange irgendwie auf über 100% und es wurde noch kein Confirming Hit getroffen. Und das sieht auch gar nicht so gut aus gerade. Was Leifer zeigt ja auch so ab und zu mit, dass so ein Tomahawk abzählt, hätte wahrscheinlich da gekillt auf der Plattform oder auf der Side bis hier. Ja, er versucht es auf jeden Fall, aber Navalon lässt es auf jeden Fall nicht bis auf diesen Backer natürlich geschehen. Ja, ist natürlich immer so. Sobald man das erwähnt, dann kommt der Kill. Richtig, ja. Also, wenn das wieder gern geschehen, kannst du mich jetzt auch den Spiel drüber weiter. Okay. Oh. Ja, kleiner Mash-Mix-Up. Das hat trotzdem noch funktioniert, ja, krass. Aber immerhin hat er seinen Stock noch. Ich meine, Chrom braucht halt auch wirklich nur so ein, zwei Openings. Das stimmt. Ist klar. Ja. Ich bin aber auch erstaunt, also Slifer spielt halt, also vielleicht ein bisschen nicht grounded. Ich finde Jab ist schon gebroken, so theoretisch. Ja. Und da fehlen mir dann ein bisschen zu sehr so diese Patient, ich laufe langsam ran oder ich dash ein bisschen hin und her. Das stimmt, ja. Und du denkst, ich komme mit Mary, aber an der Stelle kommt der Jab. Oder so Empty Hop Jab ist auch einfach zu geil. Auf jeden Fall. So satisfying, nicht zu treffen, Just. Ja, generell, Jab Back, ja, also einer der krassesten Confirms überhaupt, glaube ich, in dem Spiel. Schmeckt einfach viel zu gut. Ja. Oh, Jump hat er noch. Air Dodge ist sehr, sehr schön, wieder recovered hier. Das kannst du einfach auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also muss man natürlich auch als Scrum auch können. Ja, das gehört dazu. Könnte sonst wirklich so viele Sets so früh beenden, aber das Disadvantage bei Chrom ist, glaube ich, sehr, sehr viel wichtiger als Bethwitch tatsächlich. Avalon findet schon sehr viele Grabs momentan, also da kann man ein bisschen drauf achten, ob das jetzt vielleicht noch gepunished wird, ob da die Adaptation kommt. Oh lol, er konnte ihn trotzdem. Wow, boah, die Shield Pressure. Man Avalon lässt sich nicht davon. Also er steht echt gut so immer relativ safe da. Ja, stimmt. Und Slifer wird sehr oft einfach mit. Also seine Approaches werden gepunished und das ist ein Problem, weil. Du musst mit dem Charakter einfach kreativ approachen, sonst funktioniert er nicht. Mhm. Das will muss das sein? Ja, nicht ganz. Ein paar Prozente immer noch Advantage hier, hält die Center Stage. Okay, sehr gut, ne? Aber wichtiger Grab für Slifer. Hast ein Statement gesetzt, so jetzt muss Navalon ein bisschen mehr drüber nachdenken. Oh, sehr schnell, das Trap Mixer. Das war wichtig. Also Slifers Kiste ist sehr groß, aber ich glaube so das Tempo von Mixups könnte noch ein bisschen besser da sein. Das stimmt. Das funktioniert, aber sehr oft ist, ja. Das Cover trotzdem ist es. Wie macht er das, ne? Wie macht er das? Ah, scheiße. Da war der Adder schon. Da war der Adder schon. Das Siegel. Ja, damit 1-1. Aber sehr schön zu sehen, also. Ja, also die Adaptation war da. Ja. Hat gemerkt, Cineros ist irgendwie unbelohnt, dann gehen wir lieber zu Rob rüber. Hat direkt Früchte getragen. Ja, 100%. Okay, klassische PS2-Music. Und ich glaube, ich muss jetzt mein Set spielen. Aber es war mir eine Freude im Commentary. Danke, dass du das übernommen hast hier. Dann sieht es später wieder. Vier Fuck im Bracket. Genau, muss erstmal gewinnen. Sonst muss ich mich mal so lange alleine ertragen. Tut mir sehr leid dafür. Aber it is what it is. Ich habe ganz kurz die Plätze getauscht. Damit, falls, weil wir nämlich Open Mic haben, noch andere dazu kommen wollen, die es ein bisschen einfacher haben, mit zu kommentieren. Genau, wir sehen auch einen Charakterwechsel hier von Slifer, von Chrom auf Palutena, ein mittlerweile sehr, sehr guter Secondary von ihm. Super interessant einfach zu sehen auch, dass er Palutena quasi eine extra Eigensteuerung hat mit Smashstick. Macht sich auf jeden Fall sehr gut. Finde ich persönlich auch sehr viel Sinn, denn Palutena hat jetzt nicht den besten Zils. Und man sieht auch direkt einfach so, der Character Counterpick funktioniert auf jeden Fall fürs erste sehr, sehr gut. Die ersten Prozente kommen hier schon auf Navalon. Hat Palutena natürlich ein bisschen einfacher, hier auch mehr Kombos, mehr Prozente zu machen. So die Frage, ob Slifer es auch schafft, die Mixups hier mit Palutena zu schaffen. Boah, sehr schöner Kicker 5 hier, Down Throw into Back Air. Oh, und ein kleiner Taunt hier von Slifer. Mal gucken, ob der Taunt to get buddied tatsächlich hier gleich zu sehen ist.
sehr, sehr confident. Und was ich auch nochmal betonen möchte, wie cool eigentlich bei Epitech Plays das ist, dass wir alles besser 5 spielen. Also, da kann man nicht so ganz schnell irgendwas gecheased werden von einem Charakter oder so, sondern es ist alles wirklich super, super competitive einfach, finde ich. Also 5 ist einfach sehr competitive. Zeigt auch ein bisschen, wer ein bisschen mehr Ausdauer hat, wer nicht. Ich persönlich hatte das schon mein erstes Set gespielt und die Ausdauer zieht wirklich irgendwann. Also allein nach dem ersten Set schon bei mir. Aber mega zu mir, nettes Spiel. Sehr schöner Erdoschiff von Navalon. Boah, schöner Empty Hop Grab. Kriegt den Bäcker und der killt auch. Boah, das sah ein bisschen sass aus vom DI, aber kann gut sein, dass Rob irgendwie ein bisschen früher stirbt, habe ich das Gefühl. Ich hatte auch schon Probleme mit Rob gehabt, irgendwie mit dem DI gefühlt. Oh, wichtiger Catch hier von Slifer. Das hätte potenziell ein Switch sein können. Die Bäcker hätte auf jeden Fall geschmeckt. Aber es ist krass zu sehen, also nach dem ersten Game, der Counterpick von Avalon auf Rob hat direkt funktioniert und bisher scheint es so, als ob Slifers Counterpick mit Palutena auch direkt funktioniert. Hat auf jeden Fall hier gute Pressure. Boah, diese Empty Hop Grabs sind wirklich so gut. Oh, interessanter Read hier mit dem F-Smash, hätte natürlich funktionieren können. Oh, Drag dann Up-Air into Up-Air. 100% letzter Stock. Slifer hier mit seinem ganzen Körper versucht diesen Up-Smash zu treffen, aber Navalon ist bereit. Und die Invincibility vom Bäcker verhindert den Gyro und die nächste Down-Tilt-Bäcker holt dann das zweite Game jetzt hier für Slifer, also das dritte. Und den zweiten Win, 2-1, Matchpoint für Slifer. Dann sehen wir mal, ob erneut der Charakter gewechselt wird. Es wird auf jeden Fall nochmal die Stages gebannt. Man hört hier schon im Hintergrund, dass Anima es sehr hasst, Onstream zu spielen. Das schmeckt mir persönlich natürlich sehr. Wenn ich jetzt als nächstes gleich gegen ihn ausstehen spielen muss. Alright, gibt es einen Counterpick wieder, oder? Tatsächlich, das ist damit der dritte Charlie von Avalon mit Wolf. Protena Wolf, eins der Early-Meta-Matchups, wie man früher sehr oft gesehen hat, die ich persönlich auf jeden Fall sehr vermisse auch. Beides gefühlt wirklich mehr Honest Chars, als was heutzutage in der Meta-Szene gespielt wird. Leider nicht auf ihn getroffen. Kleiner Punch hier von Navalon. Hatte eigentlich potenziell den Lead gehabt hier des Spot Dodges, aber der Wolf F-Smash kam ein bisschen zu spät raus. Aber bisher hier relativ evenisch von beiden. Ja, beide versuchen auf jeden Fall den ersten Hit zu treffen, ein bisschen Advantage zu kriegen. Daraus dann ein bisschen weiter zu spielen. Boah, wichtige Decke gegen Slifer. Gut, damit den ersten Stock hier. Von Navalon. Slifer hat auf jeden Fall das Backer-Game mit Palutena gut durchgespielt. Ich glaube, die letzten 4 Kills gefühlt waren alle mit Palutinas Backer. Auch wirklich ein sehr, sehr starker Move von Palutena, muss man dazu sagen, natürlich. Invincibility. Kommt relativ schnell raus. Upsmash, versucht ja schon langsam den Kill zu kriegen, aber da ist er einfach nicht bereit für. Diese Tomahawk Crabs wirklich. Ich persönlich würde da glaube ich auch kaum drauf klarkommen, die macht das wirklich sehr, sehr gut. Wichtiger Downsmash hier von Avalon mit dem ersten Zock Slifer. Gut hier mit der Invincibility kurz nach dem Angel Spawn. Noch ein bisschen was rauszuholen, aber trifft ihn leider nicht.
Aber man sieht schon, Lamada spielt auf jeden Fall deutlich patienter jetzt. Und es funktioniert anscheinend. Also, er kriegt auf jeden Fall viele Prozente auf Patochina. Passiert selber nicht so viele. Sehr, sehr nice hat der Versuch gewesen mit dem Abi. Slapper war bereit, aber mit der Becker wieder. Aber die Patience zahlt sich hier auf jeden Fall sehr aus. Schöne Becker. Der nächste Taunt. Sehr, sehr confident. Und der F-Tip reicht dann. Und lässt Nava dann potenziell auf seinen letzten Stock hier im Winners. Ja, Nava, glaube ich, wieder langsam ein bisschen unpatient. Versucht hier im Dash-Tag und Zappi einfach mal einen Hit zu finden. Davon ist das auf jeden Fall aus. Die Aggressivität, die Nava dann mit sich bringt. Spielt er schön runter. Noch fast 80% auf dem letzten Stock. Schauen, ob Nava dann noch rechtzeitig den Kill findet. Wichtige Backer. Side B reicht da auf jeden Fall noch aus, um zu recovern. Und die nächste Side B, auch die war ja dann wieder bereit. Holt damit den Kill. Und noch auf den letzten Stock. Last Stock Situation. Aber dann natürlich deutlich mehr Prozente jetzt. Schön auf zu viel, jetzt Explosive Flame hat man auf jeden Fall bisher noch gar nicht gesehen, glaube ich, von Slifer. So für eine Green Flag, würde ich sagen. Jetzt kann ich wieder die wenigen Explosive Flame zu nutzen. Und damit holt er das letzte Game 3-1 für Slifer gegen Navalon. Sehr, sehr schön gespielt. Schön adapted, der Anfang sehr even. Und am Ende des Tages hat auf jeden Fall die Character Choice, glaube ich, deutlich gemacht, was die Sache ist. Alles